Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte heute zu folgenden Themen reden. Zum einen zu dem Thronendebakel, zum zweiten noch etwas Nachlese betreiben zu 150 Jahre Sozialdemokratie und zu den Kommunalwahlen, die am Sonntag in Schleswig-Holstein stattgefunden haben. Wir haben ja heute früh alle die Meldung gehört, dass der Export von Kleinwaffen aus Deutschland auf ein Höchstmaß gestiegen ist, seit Beginn seiner Erfassung. Also man kann schon sagen, dass Pistolen, Gewehre, Maschinenpistole im Wert von 76 Millionen im Jahr 2012 legal das Land verlassen haben. Die Handfeuerwaffen sind also quasi die Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts geworden. Und einmal verkauft, gehen sie von Hand zu Hand. Und man muss immer befürchten, dass jede Waffe am Ende ihren Krieg findet. In diesem Fall sind es dann immer gleich mehrere Waffen, die ihren Krieg finden. Insofern ist für uns diese Meldung nochmal ein Anlass, wirklich unsere Forderung zu unterstreichen, dass es einen sofortigen Stopp von Waffen- und Rüstungsexporten geben muss. Doch nicht nur Waffenexporte beschäftigen jetzt derzeit die Öffentlichkeit, sondern natürlich auch ein sehr prominenter Rüstungsexport. Die Rede ist von dem Debakel um den Eurohawk. Die Drohne, dies nimmt immer größere Ausnahme an. Dazu gibt es Berichte über mögliche Korruption bei den Waffenbeschaffungsvorhaben der Bundesregierung. Wir wollen hier klar festhalten, der Verteidigungsminister de Maizière hat hier ganz klar die politische Verantwortung zu ziehen. Und wenn nicht Frau Merkel einfach so wild entschlossen wäre, dass es vor der Bundestagswahl keine Ministerentlassung mehr gäbe, wäre er wahrscheinlich schon längst die längste Zeit Verteidigungsminister. Wir finden ganz klar, hier muss es einen politischen Schnitt geben. Die Linke fordert ein Rüstungsmoratorium. Wenn man sich schon nicht durchringen kann zu einem sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte, muss man zumindest jetzt einen klaren Schnitt ziehen und sagen, es muss ein Moratorium geben, also zumindest einen vorübergehenden Stopp für weitere Verkäufe von Kleinwaffen und Rüstungsexporten. Nachlese zu 150 Jahren SPD. Ich war letzte Woche beim Festakt der SPD, wo sie den 150. Jahrestag der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins gefeiert haben. Und man muss sagen, das ist in der Geschichte der Arbeiterbewegung ein wichtiges Datum. Die Linke sieht sich selber auch als Teil dieser, oder ein Teil davon ist unsere Traditionslinie. Was ich sehr bedauerlich fand, war, dass die SPD dieses historische Ereignis genutzt hat für einen reinen Wahlkampf, dass sie eine große Feier veranstaltet hat, wo sie die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung allein auf die SPD konzentriert hat und dabei auch aktives Verschweigen begangen hat. Also wer zu Recht ehrt, dass es sozialdemokratische Abgeordnete waren, die 1933 gegen die Ermächtigungsgesetze gestimmt haben der Nazis, der, finde ich, muss auch erwähnen, dass die kommunistischen Abgeordneten zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr in der Lage waren, dagegen zu stimmen, weil sie bereits ausgeschlossen bzw. eingesperrt waren von den Nazis. Diese große Feier wurde finanziert, auch dadurch, dass ZDF und Phoenix die Direktübertragung bezahlt haben. Und das heißt also, die GEZ-Gebührenbezahler wurden gezwungen, hier eine zweistündige SPD-Werbeveranstaltung mit ihren Gebühren zu finanzieren, wie das ZDF dann noch eine neutrale Wahlkampfberichterstattung leisten und garantieren möchte, ist höchst fragwürdig. Insofern war dieses historische Datum eine vergebene Chance. Man hätte es auch nutzen können, um sich über Parteigrenzen hinweg, über die hellen und auch die dunklen Seiten einer linken Geschichte zu verständigen, sich womöglich auch zu verständigen über gemeinsame Vorstellungen von der Zukunft. Diese Chance wurde vergeben. Und insofern kann ich nur sagen, oder in Anlehnung an ein Zitat, was schon sehr häufig gemacht worden ist. Tradition bedeutet eben nicht die Asche weiterreichen, sondern die Glut. Und deswegen bedeutet für mich die würdigere Geburtstagsfeier ganz klar, am kommenden Wochenende nach Frankfurt am Main zu fahren, dort an den Blockupy-Protesten teilzunehmen und gemeinsam mit Tausenden, mit Zehntausenden deutlich zu machen, wir verteidigen die Demokratie in Europa gegen die Politik des Krisenregimes von Troika, Merkel und Co. Am Sonntag haben in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen stattgefunden. Das Ergebnis ist jetzt wahrlich kein Grund für Höhenflüge, aber es ist auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.
Es war klar, dass wir 2008 in einer besonderen Situation ein Ausnahmeergebnis erzielt haben. Das konnte so nicht mehr erreicht haben. Es konnte so nicht mehr erreicht werden. Aber man muss auch klar sagen, in größeren Städten und auch in so mancher Fläche haben wir uns deutlich festgeklammert. Und es gibt weiterhin linke Kommunalpolitikerinnen in Schleswig-Holstein, die sich dort vor Ort stark machen werden für alle Fragen sozialer Gerechtigkeit. Und dann möchte ich heute abschließen mit einer Einladung. Am kommenden Wochenende findet das Fest der Linken statt, hier auf diesem Platz vor unserem Haus. Das wird ein Fest sein, wo sowohl die Partei wie das Neue Deutschland, die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit vielen intellektuellen Musikern zusammen feiert, aber auch über politische Fragen diskutiert. Und dazu sind natürlich alle herzlich eingeladen. Das Ganze wird umrahmt von einem Kinder- und Familienfest.